Sugarcoating bedeutet zwei Dinge. Zum einen etwas mit Zucker zu ummanteln und zum anderen etwas schön zu reden. Wenn man auf Englisch etwas sugarcoatet, dann möchte man, dass etwas weniger dramatisch oder beschönigt rüberkommt. Herzlich willkommen zu Sugarcoating Frankfurt. Ich verteile jedes Jahr zu Weihnachten Kekse an Obdachlose und dieses Jahr habe ich es endlich geschafft, etwas zu machen, was ich bereits letztes Jahr tun wollte, weil ich beobachte da, wie viele andere Menschen auch, etwas, was mir irgendwie Sorge bereitet. 2017 war ich zum zweiten Mal in San Francisco. Ich war geschockt von der Anzahl an Obdachlosen und Drogenabhängigen auf der Straße. Das Ausmaß war so extrem, dass das gesamte Bild der Stadt darunter gelitten hat. Unsere Freunde leben im Silicon Valley und genau dort liegt das Problem begraben. Facebook, Apple, Google schufen Millionen von Arbeitsplätzen, aber ja irgendwie nur für Fachkräfte von Stanford University oder eben auch aus Asien. Die Kauf- und Mietpreise in und um San Francisco stiegen stetig mit dem Erfolg der Imperien in Palo Alto. Und die Schere zwischen Arm und Reich wurde so krass, dass eine unfassbare Zahl an Leuten aus ihren Wohnungen mussten und nun auf der Straße leben. Und dann sah ich diese sehr beeindruckende Dokumentation im Fernsehen über Frankfurt und dachte mir, dass die Realität doch etwas weniger pompös und erfolgreich aussieht, wenn ich am Bahnhof langlaufe oder über die Zeil gehe. Frankfurt ist eine beeindruckende und aufregende Stadt und ich liebe Frankfurt wirklich. Die Hochhäuser, die Milliarden an Geld, mit denen Banker in der EZB und anderen Banken was auch immer tun, lassen die Stadt natürlich fluktuieren. Aber wenn ich meine 20.000 im Monat verdiene, kann ich natürlich auch 10.000 an Miete im Henninger Turm für eine Wohnung lassen. Das kann nicht jeder. Und doch sehe ich, ebenfalls in Offenbach, dass genau das irgendwie erwartet wird. Eine 50 Quadratmeter Wohnung an Frankfurt grenzend kann bis zu 500.000 Euro kosten. Alte Gebäude abreißen, alte Mieter einmal bitte raus, neue Gebäude bauen, reiche Mieter bitte einmal wieder rein. Zum Vergleich. San Francisco hat 870.000 Einwohner, wovon 8.000 Menschen auf der Straße leben. Frankfurt hat 750.000 Einwohner und die Ziffer der Obdachlosen, und das hat mich total geschockt während meiner Recherche, ist nicht mal offiziell erfasst worden. Schätzungen belaufen sich auf 3.000 Menschen auf der Straße und die Dunkelziffer soll viel größer sein. Die Tatsache, dass eine so wichtige Zahl nicht mal offiziell erfasst ist, lässt mich den Eindruck gewinnen, dass Frankfurt überhaupt nicht klar ist, worauf es zusteuert. Ich war immer ein Verfechter davon zu sagen, dass in Deutschland niemand obdachlos sein muss. Aber wenn ich beobachte, was in San Francisco passiert und mir das Ganze im Kleinformat in Frankfurt angucke, dann denkt an mich, wenn der Brexit einmal durch ist. Ich gebe nicht erfolgreichen Menschen die Schuld daran, dass andere auf der Straße landen. Das hat jeder selbst zu verantworten. Aber später im Gespräch hört ihr es mit einem der Obdachlosen. Ich finde es zu einfach, alles immer mit einer Flüchtlingskrise zu begründen. Es sind zwei Kräfte, die aufeinander wirken. Und da ich natürlich in dem Hamsterrad schön mitwirke, versuche ich wenigstens etwas Gutes zu tun und das sollten wir schließlich alle, deren Leben schön in den Bahnen läuft. Zucker kann ich und deswegen sugarcoate ich jetzt mal Frankfurt im buchstäblichen Sinne des Wortes. Wir fahren gerade zu Gude Pizza, weil die haben spontan sich auch noch dazu entschieden, Pizzen zu sponsoren. Die holen wir jetzt ab und die verteilen wir dann auch mit. Es regnet leider wie Hund. Ja, danke. Dank dir. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo. Hallo. Wollen Sie eine Pizza und ein paar Kekse? Möchten Sie nichts essen? Wirklich? Okay. Wie bitte? Ich habe Angst, ich komme dann nicht darauf. Oh nein. Okay. Auch keine Kekse? Nein. Okay. Gut. Hallo. Darf ich Ihnen eine Pizza schenken? Und darf ich euch allen Pizza schenken und ein paar Kekse? Okay, hier sind ein paar Weihnachtskekse. Oh, danke.
Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Möchtest du auch Kekse? Kekse sind toll. Kekse sind toll, finde ich auch, gell? Bitteschön. Dankeschön. So, und jetzt habe ich noch Pizzen. Ich bin mit allem zufrieden. Ja, das denke ich mir. Bitteschön. Ja, bald ist Weihnachten. Hier ist deine Pizza. Keine Pizza. Das ist schon okay. Darf ich euch mal fragen, was ihr hier macht? Warum lungert ihr rum? Weil ihr Hunger habt? Keine Wohnung habt? Ja. Ja. Und keine Kriege. Ich bin auf eins gestellt und kriege manchmal ein Hotelzimmer. Was heißt auf eins gestellt? Ja, so ganz oben. Okay. Also Trainingsgleichstufe 1. Ja, Trainingsgleichstufe 1. Okay. Ich will mich heute wirklich verarschen. Und was hast du gemacht? Hast du was gelernt? Ja, mehr als gelernt. Ja? Ich war erst Soldat. Ja. 10 Jahre lang. Dann habe ich meinen Friseurmeister gemacht. Ich war 30 Jahre selbstständig als Friseur. Und habe noch eine Radsportkarriere gemacht. Eine Radsportkarriere? Echt? Ja, und dann? Ich war Schmerzmeister, zwar ein deutscher Meister war ich. Und das ohne Doping. Ja, krass. Ja, und dann habe ich heute ein bisschen Pech gehabt. Habe ich einen schweren Unfall gehabt mit dem Rad. Die rechte Schulter zerschmettert. Ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben als Friseur. Ach, kacke. Und dann war ich runter in der Doping. Bist du dann abgerutscht oder hat. Ja. Ich habe noch ein bisschen Pech gehabt mit Frauen. Die mich ein bisschen ausgerutscht haben. Oh Mann. Es geht schneller wie schnell. Ich habe durch Straße und alles kennengelernt, vom Richter bis zum Anwalt, alles. Ja, mich interessiert das, weil also ich habe eine Cupcakery, ich backe online und ich mache das jedes Jahr, dass ich in Frankfurt und in Mainz Plätzchen verteile. Aber dieses Jahr habe ich gesagt, weil ich ziehe jetzt nächstes Jahr nach Offenbach. Das hat mich so angekotzt, wie teuer das ist. Und das ist, also ich komme aus den USA und da gibt es ja das Silicon Valley. In San Francisco und in Palo Alto wurden die ganzen Normalverdiener rausgetrieben und die anderen sitzen auf der Straße. Und ich sehe das in Frankfurt jetzt genauso. Nee, so schlimm wie jetzt war es auch noch nie in Frankfurt. Nee. Durch die ganzen Zuwanderer noch, ne, kommt noch dazu. Ja. Ich meine, wohin auch, ne? Und ja, eben. Sie wollen Wohnungen bauen, Wohnungen bauen. Ja, krass. Aber eigentlich, ich finde, es sollte in Deutschland eigentlich nicht sein, aber... Wer war es? Ich meine, ich bin kein Rassist oder so, ich bin mit einer Ausländerin verheiratet. Ich lebe mal getrennt. Ja. Mit Dunkelhäutigen sogar. Also ich bin der Letzte, der Rassist, aber die Ostländer nehmen uns ja alles weg. Ja. Im Deutschen. Ich verstehe, dass du das auch so siehst. Das ist... werden auch immer mehr. Ja. Wenn sie in die Hauptbahn gehen, dann sind nur noch Rumänen und Zigeuner. Und man kann ja gar nicht mehr allein sein. Deswegen sind wir immer zu zweit. Ja. Alles geklaut. Echt? Okay, Jungs, dann lasst euch die Pizza schmecken und die Kekse. Ja, dankeschön nochmal. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Es war sehr lieb, dankeschön. Gerne. Bis nächstes Jahr dann. Ich komme wieder hierher, ne? Okay. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. Oh. Oh Gott, ich komme gar nicht gegen den Wind an. Hallo. Möchtest du eine Pizza und ein paar Weihnachtskekse? Gar nichts essen? Möchtest du nicht ein paar Kekse für später? Kekse? Kekse, ein paar Weihnachtskekse. Ja, voll mit Keksen? Eine Hälfte voll mit Keksen. Echt? Und eine Pizza möchtest du auch nicht? Zucker und Salz. Okay, ja gut. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Dich auch. Bis dann. Weißt du, was er sagt? Oh, das ist so viel Zucker und die Pizza, die hat so viel Salz. Nee, frohe Weihnachten. Okay.